Trinkhalt. Ich habe das sind nicht. In der hab ich nicht dran. Oh, und ich höre schon wieder die Sirenen. Das ist kein gutes Zeichen. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Ja, gesichtsmäßig sieht die auch so ein bisschen aus irgendwie. Ach, die scheiß Map wieder. Ja, die Schule. Wieder. Ja, nicht erstmal die, wieder ja, die nicht Gents die suchen. Schule, erstmal ja. Gucken, wo die Gents hier sind. Ach, und die sind schon wieder ver. Also, ein Gen habe ich gefunden. Ich wollte gerade sagen, den Killer wahrscheinlich. Oh, scheiße, ich bin der Hexe in die Arme gelaufen. Oh, nee, und ich sitze hier direkt an der Treppe. Oh, da hinten läuft einer. Hallo, komm zu mir. Komm zu mir, wenn du kein Killer bist. Oh, scheiße. Kann das sein, dass die den Killer hinter sich dabei hat? Das ist die andere Cheryl? Ne, die setzt sich hier hin. Jetzt würde ich gerne Bindung dabei haben. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Punkte in meiner Main reinstecken, aber... Cheryl, nicht nervös werden. Nicht nochmal knallen lassen, bitte. Das hört sich so falsch an. Nein, nicht den Generator, Cheryl. Nein. Nur bei mir so Anmerkung. Ich bin zwar zurückhaltend, aber das ist nur Anfang so. Irgendwann kommt dumme Sprüche von mir. Hab ich mich jetzt gerade schon. Also nicht wegen dir, sondern wegen der Claudette, die mir gerade. Ja, Mädel. Hoch, runter, verdammt. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ich laufe der Cheryl hinterher. Verdammt, ich dachte, du meinst mich. Scheiße. Oh, ich wollte gerade sagen, bist du es gewohnt, dass man Mädels zu dir sagt, oder? Weil ich jetzt gesagt habe, boah, Mann, Mädel. Ja, aber ich glaube, das war nur ein Phantom. Oh, das ist der Keller, da wollte ich eigentlich nicht hin. Warte mal, ich gehe mal in die unbekannten Weiten. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Djinn. Ihr habt keinen Bock mehr gehabt auf mich. Ich gehe doch in den Keller, Moment. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist. Ich bin jetzt schon zwei oder dreimal am Keller vorbei. Da kann man ja auch mal reingucken, ne? Nee, das Problem bei den Folgen ist wirklich, ich habe noch so viele Folgen. Also wirklich mehrere hundert Folgen bei mir auf der Festplatte. Und ich krieg's einfach nicht hin, die regelmäßig, also regelmäßig ja, aber die vernünftig hochzuladen, dass man wirklich alle dann auch hochladen kann. Und dann nehme ich natürlich immer die einigermaßen guten als erstes und dann habe ich immer mal... Oh, die mich jetzt erschreckt. Immer mal welche von... Also sie von ist von mir weg, hinten. Ne? Wollte ich sagen. Ja, sie ist unten bei der Claudette. Darf ich Silke sagen? Ja, klar. Das ist mein Name. Ja, ich frage ja nur, vielleicht ist es ja unangenehm, da hätte ich auch einen Spitzname oder Gameplayerin gesagt. Also mein Spitzname früher war Pille, den musst du nicht unbedingt. Na okay. Du hast eine andere Sorge. Lars, wir haben den gleichen Vornamen, ne? Echt? Okay. Da können wir zum Weißblut vielleicht bringen. Lars, ja? Ja, das kann gut passieren, ja. Also. Wir haben auch teilweise hier einige Sebastian, das ist immer total kompliziert. Da müssen wir immer der eine will dann, dass er Nein, der eine heißt. Was? Der eine heißt Sebi, der heißt nicht Sebastian. Ja, deshalb ja, sag ich ja, dann muss er schon die Spitznamen. Deswegen, wenn man mich meint, entweder halt Risiko hier Raphael oder Sarah. Da bin ich auch gewöhnt, weil mich fast jeder Sarah nennt. Statt Raphael. Na, da frage ich mich, ey, das ist doch so einfach. Kann man ZE aussprechen? Ja, Raphael auch. Ja. Aber da, ne? Sarah bin ich gewöhnt. Also, da kann man mich ruhig ansprechen. Also ich kann auch gerne Lars sagen. Also zu ihm kann ich Bär sagen, da weiß er Bescheid. Ja. Ja, das ist Lars hängen geblieben, da kannst du dich jetzt... Nein, oh, das ist Totem. Du hast das bei ihm machen. Toll, ich wollte jetzt mit dir das Totem zusammen machen. Ja, yeah. Das Totem, ja super. Ja, achso, weiter und dann den letzten Raum links ist ein Jen. Ohne große Tafel, kannst du deinen Namen schreiben? Hier ja, war nee, Schule ist vorbei, ich schreibe meinen Namen nicht da drin. Hier ist das Flügelzimmer. Warte, das Flügelzimmer. Das Klavierzimmer. Muss man den nicht gemacht haben und entkommen? Ich muss auch entkommen. Lass mich bitte frei. Ich meine, den hier musst du gemacht haben. Achso, das ist nur die Seite. Dann hast du... Die ist unter oh, die ist hier mit dir. Dann hast du die Errungenschaft. Ja, direkt unter uns. Den Ding. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Bei uns ist es so, Lars und ich, wir waren mal zusammen. Und der war immer mein Bär. Und ja, das ist halt so hängen geblieben. Das
trinken. Entweder Bär oder Epi. Wenn ich dich mal unterscheide. Epi ist schön kurz. Ja, kann sein, dass sie hochkommt, weil die den hört. Lasst mich einfach überraschen. Wenn man mich meint, ich sag nur vorher jetzt, dann sagt einfach mal Terra kurz, dann reagiere ich auch drauf. Wenn ich und Lars in einem Raum sind. Das ist kein Problem. Was ist das für eine. Ach, ist das davon, weil wir das gemacht haben? Ja! Das könnte hier ist sein. Irgendwie so eine Uhr drin. Ja, das ist, dass der gemacht worden ist, weil der, wie gesagt, der gehört zu einer Errungenschaft. Ich will auch entkommen damit. Ich hab ich das so zufällig beim Tim gesehen. Wo ist denn noch? Oh, fuck. Hab ich. Oh, scheiße. Sie ist ja. Hier. Sie ist hier oben. Au, oh, sie hat mich getroffen. Au. Oh. Ja, aber sie geht hier ganz runter ich mit bin direkt ihr. Um die Ecke an einem Gen, nämlich gerade. Scheiße. Nein, das war ein Fehler. So eine Scheiße. Ich wollte es mit dem Blocken mal ausprobieren. Jetzt habe ich mich selber geblockt. Fuck. Wie, du hast dein Gen geblockt, oder? Ja, und ich kann hier nicht weitermachen. Nein, ich muss entkommen und den Gen machen. Leute, mach den wieder frei. Wie lange ist die Scheiße jetzt hier geblockt? 30 Sekunden musst du warten. Komm, mach. Ich zeig dir auch den Hinter. Guck mal, ich habe ein kurzes Röckchen an. Hilft das irgendwie? Oh, er ist wieder frei, okay. Stehe ich jetzt sehr still? Oh, so, jetzt hat mich hier noch so eine blöde Krähe erschreckt. Wie kommt man nicht raus? Ach doch, da. Nee, auch nicht. Doch, da. Ist die noch hinter dir? Nein. Ich suche aber einen Gen. Ja, wie gesagt, wo bist du mit Etage? Da, wo sie dich geschlagen hat. Genau an der Stelle. Ja, was weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ich bin runtergesprungen. Der ist knapp die Hälfte jetzt. Ja, definitiv. Bei euch hat man was zu lachen. Also ich habe zuletzt, aber das kommt erst nächste Woche Samstag raus, die Folge. Da habe ich mit zwei Tims und einem Felix habe ich aufgenommen. Aber da war noch das Gute, der eine, den habe ich dann immer nur Drasar genannt, obwohl ich den normalerweise Tim nenne. Also es war echt eine Umgewöhnung, muss ich dazu sagen. Und der andere hieß eigentlich Heron und den wollte ich immer Heron nennen, weil ich halt den Namen gewohnt bin. Oh, hast du mich jetzt erschreckt. Ist gleich fertig. Mach weiter, komm schnell. Den sollten wir aber Tim nennen. Links von dir unten und rechts unten ist einer. Ich denke mal, die denkt, dass wir hier runtergehen werden. Ich denke mal, sie ist hier unten gerade hergelaufen. Nee, das war eine Survivor. Kann man hier irgendwo runterspringen? Oh, hier kann man gut. Die habe ich schon geärgert vorhin. Ja, ich bin drin. Claudette ist hier unten. Ja. Mach bitte die Tür auf, ich muss entkommen. Ciao. Wo ist die andere? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Wieso hast du eine Taschenlampe? Komm, Bärchen, komm. Der EP will sich lieber... Da warum müssen, ja, wir müssen mal die anderen gucken. Damit ich... Ob. Was ich mache, das so. Ich kontrolliere die Kisten. Und wenn ich dann die erste Kiste öffne, kriege ich eine grüne Taschenlampe, damit ich die Nils... Also damit Nils mir die wieder abknüpfen kann. Siehst du die irgendwo? Hast du Bindung drin? Nee, ne? Ich habe ja nur ihre Box drin. Ja, dann geh du doch schon mal raus. Oh, sie ist ja ein Noel. Fuck. Ja, aber du willst doch auch raus, wegen dem Klavierzimmer. Ja. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich muss wirklich rausgehen. Das tut mir leid. Das mache ich normalerweise nicht. Das ist echt scheiße, ich weiß. Das ist auch echt scheiße für mich, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Mach das doch mit Absicht. Nein, aber ich hasse sowas. Egal mit wem, ich gehe dann immer wieder rein. Aber da ich entkomme, ich meine, der Lars geht jetzt rein, der muss aber auch entkommen, das ist das Problem. Ich muss nicht, ich krieg das noch irgendwann anderen mal. Ja, gut, okay, aber ich möchte jetzt auch mit ihr halt nicht mehr spielen momentan, ne? Denk dran, das ist eine Hexe. Und sie ist in der Nähe. Und sie hat Null, ne? Ja, aber ich hab Dings. Ja, die ist hinter der anderen her. Nee, geh, kannst doch zurück. Die ist hinter der anderen her. Die hat die aber hochgeholt. Nee, die konnte aufstehen, oder? Oder so. Aber tank keinen Hit, wenn die kommen. Nee, das mach ich nicht.
Ich weiß nicht, was die da machen noch. Oh shit. Sich umbringen lassen. Ja, die eine hatte ja vor mir geliehene Zeit, die ist auch getroffen worden. Ja, ja, die läuft aber auch noch ab, die scheint. Nee, ja, die ist rausgegangen. Raus, ne? Okay, ich gehe auch raus. Das. Dann ist das doch offen da drüben, das Tor, ne? Siehst du das? Oh, ich muss raus. Nee, ich kann's. Ach so, ja, doch, ich kann ja umschalten. Ich bin auch durch. Ach so, die hat sie doch. Ja, nee, die Hexe stand ja über ihr, aber sie krabbelt jetzt. Also geh raus, weil die kommt. Na, nee, lässt. Hä? Will die jetzt morden oder was? Mhm. Ach, da ist auch die. Ja, so kommst aber du nicht. Aber die Errungenschaft habe ich schon mal. Jetzt hat sie umgedreht und will durch die Klappe raus. Die macht sie jetzt wahrscheinlich zu. Ja, das schafft sie jetzt nicht mehr. Wo ist die Klappe denn? Ist die da hinten? Nee, jetzt kommt sie nicht mehr hin. Nee, da wo die Hexe jetzt die ganze Zeit steht. Aber jetzt kommt sie nicht. Vorher hätte sie es vielleicht noch geschafft. Aber das war jetzt blöd, dass sie da umgedreht ist, weil sie Klappe haben wollte. Was heißt nochmal Errungenschaft auf Englisch? Ja, das heißt das. Achievement. Ach so, genau. Achievement. Ich muss erst mal überlegen, ja. Ach, die ist aufgespießt worden. Ja, aber das Problem ist, das hätte keiner sie holen können, wenn die so nah da dran ist, weil du kriegst einen Hintern und bist, liegst auch da, ne? Das ist halt scheiße. Ja, aber ganz ehrlich, ich mach's nicht. Ich bin lieber der Idiot, der nochmal reinrennt und nochmal holt, weißt du?